willkommen beim nächsten Vortrag, P2Panda. Es geht um ein Festival, wie das organisiert, ein Software und ein System, wie man, mit dem man Festivals organisieren kann, über das wir jetzt hören werden. Leute, die Festivals organisieren, machen das in der Regel in einer kleinen Gruppe und es kann dezentralisiert werden. Und die drei Leute hier vorne, die über P2Panda reden, die haben ein paar Festivals in der Vergangenheit organisiert und sie werden darüber reden, über ein Festival Verantwortung 3000 und irgendwie Hoffnung 3000. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Die Plattform wird benutzt, um Gruppen und Festivals und Sammlungen und Kunstinstallationen und alles mögliche andere zusammen, auch mit theoretischen Ideen, wie Festivals in der Zukunft funktionieren können. Und was ich wirklich liebe, mag, ist, sie wollen über alles Mögliche über Pandas erzählen. Also eine große Runde Applaus für Panda, für die Vortragenden. Viel Spaß! Ja, hallo. Die Pandas. Das Being, das deine Herz gewinnt, nur dadurch, dass es rumrollt. Der Panda ist gemütlich und kuschelig, er ist fluffy, flauschig. Wenn wir über Pandas reden, dann reden wir über Süßsein. Es ist gut zu allen. Es bringt Leute zusammen und kümmert sich um sie. Es geht auf Exkursionen und der Panda ist Cyber. Ja, hallo. Hallo. Wir sind Sophie, Vincent und Andreas. Wir sind diese Peer-to-Panda-Gang oder Gruppe. Das ist ein Protokoll, mit dem man Festivals organisieren kann, zu einer dezentralisierten Art und Weise. Und wir werden eigentlich ein bisschen darüber erzählen und den ganzen Vortrag in drei Teile unterteilen. Ich werde ein bisschen über die Hintergründe von Peer-to-Panda reden, die Geschichte davon. Dann wird Sophie etwas über die technische Implementation von Peer-to-Panda erzählen und dann wird Vincent mit einer Idee, wie zukünftige Festivals Peer-to-Panda benutzen können. Außerdem noch ein Disclaimer. Alles, was wir sagen werden, ist die Arbeit von vielen Leuten, die zusammenarbeiten. Wir sind nur der Teil, der jetzt diese Gruppe hier vorne vertritt. Das heißt, wir können auch nur einen kleinen Teil von den Details erzählen. Die Geschichte. Links seht ihr Laura. Rechts seht ihr den Panda. Laura ist Teil der Kollektive Blatt 3000, die als Magazin in 2014 in Berlin begann und experimentelle Musik gemacht hat. Die haben improvisierte Musik gespielt, aktuelle Musik und bis jetzt haben wir 9 Magazine veröffentlicht, 2 Festivals durchgesetzt, 4 Release-Partys organisiert und ein paar Vorträge gehalten. Blatt 3000 beinhaltet Laura, Malte, Sam und Andreas, also den Vortragenden. Und das ganze Magazin haben wir gestartet mit 2 Fragen. Was passiert, wenn wir überhaupt nichts auswählen? Wir sagen, wir veröffentlichen alles, was Leute zu uns senden. Wir haben das nicht Kuration, nicht Sortierung genannt. Wir haben auch Leute darum gebeten, Fragen zu fragen und nicht zu viele Antworten zu geben. Also Leute haben Fragmente geschrieben oder Impulse, die wir es benannt haben, um Leute dazu zu bringen, etwas zu sagen, was jetzt nicht so 100% richtig und ein bisschen verrückt. Das ist einfach nicht so fix in ihrer Position, sondern einfach was Neues ausprobieren und vielleicht auch über Sachen nachdenken, die andere Leute dann beantworten können im darauffolgenden Magazin. Dieses Format begann, eine Plattform zu werden für Ideen. Es hat uns dabei geholfen, bei Sachen zu träumen. Welche Arten und Weisen können wir machen, um zusammen Musik zu machen? Wie können wir zusammen uns untereinander organisieren? Welche schönen Wege gibt es, zusammen zu sein? Alles zusammen, alles über Musik. Wir kommen aus dem Bereich der Musik. Wir träumen davon. Von Festivals der Zukunft, die wir machen wollen, die Konzerte, bei denen wir auftreten wollen. Und aus der ganzen Überlegung über unsere Zukunftsideen kam es dann, dass
Es kam größtenteils aus Deutschland. Deutsche sind dafür bekannt, dass sie sehr kritisch sind, dass sie sagen, so alles ist schlecht. Und wir waren auch so. Alle diese aktuellen Musikfestivals sind so, experimentelle Musik ist auch schlecht, sehr konservativ, voller Mensch, voller Männer. Es ist sehr, sehr restriktiv darüber, was gespielt wird und wie das finanziert wird. Und dann haben wir aber auch bemerkt, dass wir zu diesen Konzerten nicht mehr gegangen sind und diese Kunst nicht mehr sahen. Und dann haben wir gemerkt, dass es um die Umgebung geht, nicht um die Kunst selber. Die Menschen sind in Ordnung, die Musik ist gut, aber es ist diese Umgebung, die Frage ist, ja, welche Umgebung, welche Anschlüsse, was sind diese Strukturen, die aussuchen und wie können wir das hacken? Also, ja, wir haben viel geredet in diesem Magazin, es war auch relativ langsam zu einem Zeitpunkt, wir wollten auch mal experimentieren, wirklich was umzusetzen. Und jetzt dann begannen wir ein Festival zu planen. Das erste Festival hieß Verantwortung 3000. Es war in Brandenburg auf einem kleinen Bauernhof oder relativ großer Bauernhof, 50 Teilnehmer. Die Idee war relativ einfach. Wir sagten, es gibt viele Plätze, die ihr auswählen könnt. Der Toilettentrakt, das Gutshaus, Seminarzimmer, der Hof, der See. Viele schöne Plätze und Menschen konnten ihre Ressourcen mitbringen und miteinander teilen, um genau die Events zu machen, die sie tun wollten. Das Ganze hat 6 Tage gedauert und war eine sehr interessante Erfahrung, die wir dann in dem nächsten Blatt 3000 Magazin veröffentlicht haben. Das heißt, das Magazin veränderte sich. Es ging mehr von, wir veröffentlichen einfach alles, sondern mehr zu, wir lernen von dem, was passiert ist. Und es hat viele Fragen für viele Menschen gestellt. Also, ein paar Hacker hier wissen das, wie chaotische, selbstorganisierte Systeme funktionieren, aber für Künstler, die in einem Loop sind, wo es immer darum geht, wo das nächste Mal was veröffentlicht werden kann. Das hatte diese ganze Frage, wie man Kunst macht, überhaupt aufgerüttelt. Diese Magazine wurde so eine Plattform, wo wir darüber reden konnten. Und das hat dafür geführt, dass wir zum nächsten Festival gearbeitet haben. Und dieses Mal haben wir das unter dem Namen Hoffnung 3000 gemacht und wir haben andere Kollektiven eingeladen, mit uns zusammen darüber nachzudenken, wie dieses Festival der Zukunft für uns oder für euch aussehen könnte. Also wir haben diese ganzen Menschenkollektive von unterschiedlichen Hintergründen und wir haben ein ganzes Jahr lang gebraucht, um die nächste Plattform zu fragen. Wir haben es wieder von Anfang an angefangen, eine neue Plattform. Und das Festival begann in Berlin mit einer kleineren Gruppe, aber in der Mitte der Stadt. Wir hatten ein Hauptquartier und eine andere Spezialität dieses Festivals war, dass alle GPS-Positionen ein Ort sein konnten. Das Festival hat in Wohnungen stattgefunden und im Park und in professionellen Orten, aber auch irgendwo. Menschen sind aus Tokio dazugekommen, von Sardinien, von London. Alles, was eine GPS-Position hatte, war ein Teil und ein Teil werden. Wir können uns ein bisschen von der Plattform uns anschauen. Ja, oben so klicken müssen. Ja. Das ist die Plattform. Ich zeige euch eine kleine Demo, was man da machen kann. Und es macht es klarer. Starten damit, dass wir eine Ressource erstellen. Das ist, was wir jeder zum Festival hinzufügt. Es gibt den Markt dafür und Menschen bringen, was sie mit den anderen teilen wollen. Es gibt unterschiedliche Dinge. Es kann eine Fähigkeit sein, es kann ein Ding sein, es kann etwas Esoterisches sein, irgendwas komplett Virtuelles. Also, irgendwo ist da auch ein Panda dabei und da, Panda in Aga Aga. Und dann kann man einen Platz hinzufügen, einen Titel geben, eine Erklärung geben, Bilder hochladen, eine Adresse geben, das ist wichtig, oder die GPS-Position, die ich gesagt habe, das funktioniert nicht mehr. Das ist Google nicht mehr. Das ist die alte Version. Oder man kann es auch als virtueller Ort definieren. Das ist auch sehr interessant. Viele Leute haben virtuelle Räume definiert. Was ist das? Passiert da ein Event in unseren Köpfen oder
Slotgrößen, die man definieren kann, wenn man nicht zu Hause ist und so weiter. Dann haben andere Leute Events hinzugefügt. Was ist das Titel des Events, der Platz, wo passiert es? Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz, wir hatten einen Chor, der dort ein Konzert ausgetragen hat. Wann? Vielleicht hier? Und dann, welche Ressourcen brauchen wir? Vielleicht eine marode Panda? Ein kreativer Mensch und vielleicht auch ein Übersetzer oder ein Mitschreiber. Man kann auch die ganzen sehen, welche Ressourcen schon belegt sind zu der Zeit, dass man sie nicht benutzen kann. Und das ist alles, was wir brauchen, um ein Festival umzusetzen. Und dann erscheint das Event im Kalender und dann ist es da. Und Menschen können einfach hingehen. Das ist, was wir für 4 Tage gemacht haben. Und ein paar andere spaßige Funktionen, eine davon ist das Aktivitätsstream, animisierte Bilder, das heißt, wir haben mit einem Ding gespielt, was ihr noch nicht wisst, wir haben mit Bildern von Fotos gemacht, das Ganze wurde in einer Serie von Millionen von GIFs dokumentiert. Und gibt es auch ein zufälliges Treffenpunkt. Klickt auf den, dann werden unterschiedliche Menschen zu einem zufälligen Zeitpunkt und einem zufälligen Ort zusammengebracht. Das ist Hoffnung 3000. Das ist, was wir 2017 gemacht haben. Aber es wird immer noch weiterentwickelt. Ihr könnt euer eigenes Festival damit ausführen. Der Source Code ist verfügbar. Diese Adresse ist dafür relevant. Und wir haben unsere eigene Webseite gemacht. Mit Tutorials, wie man damit startet. Wie man es benutzt. Und nächstes Jahr werden 2 Festivals mit Hoffnung 3000 umgesetzt. Das erste ist Molekül in Köln im Mai. Und das zweite ist das Fame Music, das nicht wirklich ein Festival ist, sondern mehr so eine Sammlung von feministischen Aktivisten. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr einfach eine E-Mail schreiben. Und für diese ganzen Festivals, die Musik, wo wir uns auf Musik fokussiert haben, ist das Self-Animatierung und so weiter nicht nur für Musikfestivals interessant sind, sondern eher andersrum. Es gibt eine Gruppe, die schon seit Jahren, vielen, vielen Jahren daran arbeiten, zum Beispiel diese Hackergruppe, diese Hacker-Community, Aktivisten. Und dem sehen, das ist viel interessanter als nur Musikfestivals damit auszutragen. Das heißt, wir haben diesen Liebe Chaos Verein gegründet. Jörn Vincent ist auch ein Teil davon und Blatt 3000 wurde das Vereinsmagazin. Und dieser Verein geht darum, was sind denn Frameworks? Wie können wir mit ihnen interagieren? Wie können wir sie denn mal umsetzen, um zu sehen, was passiert? Und was wir aktuell bearbeiten, ist das Projekt Peer to Panda. Das ist eines der Projekte dieses Vereins. Und da ist auch diese ganze Idee dahinter. Lass uns noch ein paar weitere Schritte weiterbringen. Wie können wir dieses ganze Festival hackable machen? Wie kann die ganze Infrastruktur gehackt werden, um die ganze Zeit zu laufen? So haben wir ein Protokoll definiert, ein Protokoll, um Ressourcen, Events zu organisieren. Und Plätze. Wir haben beschlossen, das ganze System auf Scuttlebutt aufzusetzen. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, ein paar vielleicht. Es ist ein tolles Peer-to-Peer-soziales Netzwerkprotokoll mit einem tollen Community dahinter, die viele interessante und tolle Menschen sind. Ihr könnt zu dem Teahouse in Cremona gehen. Ich sage noch mal ein paar Sachen über Peer-to-Panda. Wir können noch viel mehr davon hören in Zukunft. Aber die Idee ist, das ist das Ziel. Wir werden jetzt bald daran arbeiten. Es existiert noch nicht. Das erste ist Peer-to-Peer. Das heißt, es läuft nicht auf irgendeiner zentralisierten Serverinfrastruktur, die ausgestattet werden kann. Wir öffnen unseren Laptop, starten Peer-to-Panda und man hat ein Festival, so eine Art von. Und es kommt sehr nah an unsere Idee, dass wir keine Personen haben, die beschließt, was das Festival ist. Keiner kann sagen, hey, wir können sagen, 10 Leute können einfach ihre Laptops aufsagen und sagen, hey, das ist unser Festival. Es ist ein offenes Protokoll.
Es gibt sehr interessante Möglichkeiten. Wir sagen, hey, wir definieren, wie wir kommunizieren und nicht was und nicht, wie die Daten angezeigt werden. Das ist eine komplett andere Idee darüber, wie ein Festival passiert. Es ist ein 3D-Festival im virtuellen Raum, es ist ein Festival für Onion-Bots. Wir wissen es nicht und wir wollen es auch nicht wissen. Wir wollen, dass Menschen die Möglichkeit bekommen, miteinander zu kommunizieren. Und zuletzt, wenn wir ein dezentralisiertes Festival haben, was bedeutet das für Zeitläufigkeit? Vielleicht passiert es das ganze Jahr über, vielleicht endet das Festival niemals. Vielleicht sind das unterschiedliche Bursts, die passieren. Es ist auf einmal einiges passiert. Vielleicht könnte man das dann auch ein Festival bezeichnen? Und das nächste ist, wir werden auch später darüber lernen, wegen diesem kryptografischen Funktionen, ist, dass jeder mit dem System interagieren kann und deine Aktionen, deine, was du, welche Regel du hast oder welche Erlaubnis du darfst, hängt davon ab, was du machst und nicht davon, wie du eingeladen wurdest. Und ja, darüber geht jetzt auf der nächste Teil des Vortrags. Okay. Thank you, Andreas. Okay, danke, Andreas. The Panda goes cyber. Der Panda geht cyber. So, like Andreas said, also wie Andreas schon gesagt hat und wir euch jetzt zeigen, sind diese Ideen immer noch am Wachsen, wie wir das Protokoll designen und implementieren wollen. Wir haben schon angefangen, aber es gibt noch viele offene Fragen. Also wie gesagt, Peer-to-Panda wird eine Tool-Sammlung sein oder eine Sammlung von Werkzeugen für User, Entwickler, für alle, um solche Festivals zu entwickeln oder zu erstellen. Und außerdem, wie gesagt, soll es sehr einfach sein. Eins unserer Ziele ist wirklich, dass es jeder benutzen kann. Und jeder soll Zugang dazu haben und man muss kein Entwickler sein, um es zu benutzen. Als erstes, warum Peer-to-Peer? Und was ist Peer-to-Peer eigentlich? Das wissen hier wahrscheinlich sehr viele, aber na, es ist immer gut, Sachen nochmal zu erklären. Peer-to-Peer oder Person-to-Person heißt eigentlich, da geht es eigentlich darum, nicht hierarchische Strukturen aufzubauen. Also in technischen Begriffen ist es eine Infrastruktur, also jeder hat die gleichen Privilegien, es gibt keinen zentralen Server und es ist in erster Linie offline. Ja, also erstmal offline. Und was außerdem sehr wichtig war für unsere Entscheidung, ein Peer-to-Peer-Protokoll zu benutzen, ist, dass es sehr unabhängig ist von Cloud-Providern. Und außerdem ist Peer-to-Peer eine Beziehungsdynamik, in der Menschen miteinander kooperieren und in Form von geteilten Ressourcen Werte erzeugen. Und dieser Offline-First-Charakter heißt, dass man einfach nur anfangen kann, seinen Content zu erzeugen, ohne einen Internetzugang zu brauchen. Das waren wirklich die Grundideen die Vorteile, aus denen wir uns so entschieden haben. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Technologie. Was ist eine Person, ein Peer oder ein User in diesem Kontext? Im Grunde ist es ein Schlüsselpaar, ein kryptografisches Schlüsselpaar, ein öffentlicher und privater Schlüssel, das kennt ihr sicher. Und das ist einfach erzeugt, wenn man Peer-to-Panda öffnet. Das ist die Identität des Nutzers. Und ein Nutzer kann jeder sein, da gibt es keine Unterscheidung. Das kann ein Besucher sein, ein Illustrator. Es kann ein Bot sein, es kann eine Person sein oder ein Kollektiv, das ist völlig egal. Und dieser User teilt nun Events und Ressourcen. Er erzeugt sie und teilt sie. Wie macht jetzt der User das? Wir benutzen den sicheren Scuttlebutt-Stack, der Logs erzeugt, die read-only sind, also jeder User hat so einen Stack mit diesen Nachrichten und die können im Nachgang auch nicht mehr verändert werden. Und die Nachrichten referenzieren einander. Das müsst ihr euch vorstellen wie eine Kette. Und jeder erzeugt diese Nachrichten, die aneinander referenzieren und das bildet dann so eine Kette. Es ist sehr elegant, so ein Hinzufügen-only-Log zu benutzen.
Es ist also sehr nützlich, weil es dann auch nicht, weil es manipulationssicher ist. Und es verhindert auch Merge-Konflikte, also Kombinationsprobleme oder Konflikte, wenn zwei Feeds kombiniert werden. Und jeder User fügt, erstellt jetzt sein eigenes Log selbst. Die Frage ist, mit den Usern im Peer-to-Peer-System, die müssen einander ja finden und zueinander finden und sich eine Verbindung herstellen. Und wir haben verschiedene Findungsmöglichkeiten, Discoveries, um sich im Netzwerk zu finden, um andere sich mit anderen zu verbinden, veröffentlichen und senden Nutzer ihre Identität ins Netzwerk und dann können sie ihre Logs replizieren, das heißt, sie teilen ihre Nachrichten. Und hier kommen jetzt interessante Effekte davon, dass es ein Offline-First-Protokoll ist. Stellt euch vor, dass ein Peer-to-Panda-Event gerade passiert. Und je nachdem, wie das Setup ist oder deine Internetverbindung, dann kann man verschiedene Versionen dieses Events sehen. Einige Nutzer haben vielleicht schon was gepostet, aber ist nicht mit allen geteilt, nur mit einer kleinen Gruppe via Bluetooth. Aber noch nicht mit Nutzern, die woanders sind. Also wenn die anderen jetzt offline sind. Und dieser gelbe User hier, der hat nicht alle Nachrichten vom Blauen und der Pinke hat gar keine Nachrichten von Gelb. Und für uns könnte das jetzt heißen, dass es vielleicht nicht nur ein Event gibt, das da passiert, sondern viele Events gleichzeitig, die parallel ablaufen. Und wir denken, dass das sehr viele Möglichkeiten gibt, wie die Dinge ablaufen können. Der Datentyp, den wir verwenden, und das haben wir schon erwähnt, die bestehen hauptsächlich aus Nutzern, Ressourcen und Events. Und jetzt im Moment benutzen wir diese Ideen oder diese Begriffe. Aber wir denken auch über andere Begriffe nach, weil es manchmal vielleicht ein bisschen limitierend ist. Um euch nochmal zu erinnern, ein Nutzer erzeugt Events, Ressourcen und erteilt diese. Eine Ressource kann alles sein, das kann ein Ort sein, das kann die Gitarre sein. Und ein Event ist im Grunde eine Ansammlung von Ressourcen, zum Beispiel ein Konzert. Also das pinke Event benutzt die zwei gelben Ressourcen. Und Peer-to-Panda hilft Nutzern, diesen Prozess, die Ressourcen auf Events zu mappen, besser zu koordinieren. Also wie man das hier sehen kann, sind die Ressourcen in mehreren Events eingebunden, womöglich zur gleichen Zeit. Und in dem Moment denken wir, dass eine Anfrage auf eine Reservierung helfen könnte. Um das zu illustrieren, habe ich hier mal ein Beispiel mitgebracht. So könnte das User-Interface aussehen. Das haben wir uns schon überlegt. Peer-to-Panda könnte als allererstes ein Replication Health State oder ein Gesundheitszustand haben. Damit kann man verstehen, wie gut man mit anderen verbunden ist. Oder es könnte ein Confirmation State of Requested Resources, also eine Konfirmation, ob die angefragten Ressourcen auch bestätigt wurden. Und das kann einfach bei Events sehr gut helfen. Wenn ich jetzt mehr Ressourcen für mein Event haben möchte, dann kann ich die so anfragen. Und der andere User, der kann das akzeptieren oder auch zurückweisen. Wir denken, dass wir anfangs das so implementieren werden, dass wer zuerst fragt, der zuerst, also wer erst kommt, mal zuerst. Oder das System macht das dann automatisch. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, die man sich überlegen kann. Also man kann das System auch zufällig entscheiden lassen. Und da gibt es dann natürlich noch viele andere Möglichkeiten, was man mit Peer-to-Panda machen kann. Und jetzt kommt Vincent und er wird euch noch ein paar Vorteile beziehungsweise noch Zukunftsträume von Peer-to-Panda erzählen. Hallo. Yes. So
Ja, Sophie hat uns davon erzählt, wie Peer-to-Panda implementiert werden soll oder ist. Und wenn ihr eine technische Person seid, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie das dann aussehen könnte. Aber wenn ihr euch diese Bausteine anschaut, was die Ressourcen und Nutzer und Festivals beschreiben, dann können das sehr viele verschiedene Dinge sein. Also ich möchte jetzt ein paar Beispiele noch geben. Manchmal möchte ich auch ein paar der Sachen, die Andreas euch am Anfang erzählt hat, referenzieren und diese Konzepte ein bisschen zu öffnen und euch ein bisschen träumen lassen, was man hiermit noch machen kann. Also fangen wir mal mit den Kunden an. Client oder eben auch eine App oder Website, also wie die Fahrplan, das ist auch ein Client. Und das erlaubt es euch, euer eigenes Event im Festival zu erzeugen. Und wie das Protokoll einfach nur einen Datenstrom anbietet, kann ein Client auch viele andere Sachen sein. Ein Client kann Daten transformieren, um sie zu präsentieren oder zu bewahren. Also für dieses Event hier werden wir in der Lage sein, oder wir sind jetzt auch hier schon in der Lage, uns Erinnerungen und Videos von vergangenen Events anzuschauen oder von vergangenen Kongressen. Aber das ist für viele Veranstaltungen einfach nicht der Fall. Und das ist ein starkes Argument für Peer-to-Peer. Das erlaubt es, die Daten wieder zu besitzen. Also ihr wart auf diesem Event und die Daten sind jetzt auf eurem Computer und ihr könnt sie behalten und niemand kann es euch wegnehmen. Ein anderes Beispiel ist, dass Clients auch selbst Teile des Festivals sein können. Ihr habt diese gesamten Daten verfügbar und ihr könnt sie benutzen, um kreativ Installationen zu erzeugen oder Apps wie die wunderbare C3 Nav App. Und ihr habt ein vereinheitliches Datenmodell, das all diese Ressourcen beinhaltet und die Apps können einander referenzieren und es ist viel einfacher, sie kompatibel zueinander zu machen. Und ich denke, das ist eine der wichtigsten Ideen, worum es uns eigentlich geht. Wenn ihr drüber nachdenkt, was ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen Fusion oder dem Kongress hier und allen anderen Events, in denen man eine kleine Gruppe von Leuten hat, die etwas erzeugen, was von vielen Leuten konsumiert wird, dann ist es, dass diese Festivals sich geöffnet haben und den Besuchern erlaubt haben, herzukommen und diese passive Rolle zu überwinden. Und stattdessen können sie sich selbst einbringen in das Event. Und jetzt läuft man hier durch diese Räume. Man sieht alle diese wunderschönen Dinge, die Menschen hergebracht haben und hier aufgebaut haben. Und was das tut, ist, dass es einen Sinn von Gemeinschaft ermöglicht. Ihr besucht nicht einfach nur den Ort von jemand anders und ihr schaut ihn an und ihr betrachtet ihn, bewundert ihn, aber ihr bringt euch ein und ihr macht selbst mit. Und jetzt noch ein paar andere Beispiele von Klienten. Andreas hat schon davon gesprochen, ein zufälliges Meeting aufzusetzen und ein wichtiger Teil der Hoffnung 3000 Software. Also wenn man jetzt, das war schon Teil der Hoffnung 3000 Software, aber wenn wir jetzt ein offenes Protokoll haben wie Peer-to-Panda, dann kann das jeder machen. Bots können auch Daten zur Verfügung stellen, die von anderen Bots verwendet werden oder historische Daten, auf historische Daten zugreifen oder einen Remix erstellen. Und wenn man jetzt von Clients weitergeht zu anderen Dingen, die man so tun kann, man kann Ressourcen anfragen, man kann Sessions erstellen, man kann Workshops erstellen. Im Ende hat Sophie kurz erwähnt, dass man auch Random-Autorisierung machen kann. Da gibt es dann sehr viele verschiedene
Autorisierungsclients. Das könnte auch ermöglichen, dass komplett unterschiedliche User dazukommen. Also wenn man jetzt als Gruppe diese Software verwendet, dann könnte man ein System haben, dass Ressourcen nur dann zugegriffen werden können, also auf Ressourcen nur dann zugegriffen werden kann, wenn eine Mehrheit das wirklich möchte. Man kann ein Video haben, auf das, bei dem man nur dann Zugriff auf technisches Equipment bekommt, wenn man das Tutorial angeschaut hat. Oder ein Game-Authentifizierung. Wenn man nur dann auf eine Box mit Elektrizität Zugriff hat, wenn man ein Spiel gelöst hat. Könnten da unterschiedliche experimentelle Methoden haben, um auf Sachen zuzugreifen, wie jeder dann erweitern kann, auch oder neue Methodiken hinzufügen kann. So, was sind jetzt eigentlich unsere Ressourcen? Wie definieren wir eine Ressource? Das ist etwas, was wir zu einem Event mitbringen. Wir haben ein paar tolle Beispiele davon, von Andreas, mit der Andreas geredet hat. Das können Kabel sein, kann ein Teddybär sein, ein Drucker. Aber es kann auch Zugang zu einem Drucker sein oder zu einer Fähigkeit. Also, wenn man ein Meme ist, dann könnte man sagen, hey, hilf mir mal bei diesem Vortrag und zeige, über was ich überhaupt rede. Außerdem habe ich gehört, dass Mimes sehr ähnlich zu Pandas sind oder gute Freunde mit ihnen sind. Also viele Ideen. Eine sehr interessante Idee war Geldressourcen. Also man könnte etwas haben, wie zum Beispiel 50-Euro-Ressource, die sagt, hey, ich möchte dieses Workshop machen, aber ich brauche Zeug. Und dann kann man Gruppenbestätigungen benutzen, um zu sagen, ob wir das Geld für diese Sache benutzen können. Kann sein, dass wir eine Homepage-Ressource für das Event zeigen wollt, vorstellen wollt, eine Verwerbung machen wollt, dann kriegt ihr vielleicht den ersten Platz auf der Webseite oder ihr habt ein virtuelles virtuelles Event, das dann nur eine Koordinate in einem virtuellen Raum ist. Das sind diese Projekte, die bei diesem Event während des Projektes passieren, während des Festivals. Und was ist jetzt ein Festival? Ist es nur eine Sammlung von Menschen? Oder? Nee, das ist so eine grundlegende Idee, dass es überall ist, wo Menschen sich treffen. Wir sammeln uns immer. Und wir können sehr kreativ damit sein, wenn wir Software benutzen, neue Arten und Weisen definieren, wie wir zusammenkommen. Also zum Beispiel, wir können Squad-Konferenzen haben. Wir gehen einfach zu einer Konferenz und ihr seht, dass da Menschen sind, die irgendwas interessiert sind. Und aber es ist kein Platz in der Konferenz selber. Wir nutzen Peer-to-Panda, um unsere eigene Konferenz zu erstellen. Wir können merken, dass wir noch nicht wissen, worüber wir reden wollen, bevor die Konferenz passiert. Oder es könnte ein permanentes Festival sein, wenn ihr zum Beispiel einen Hackerspace habt oder ein Vereinsgebäude. Könnt ihr Peer-to-Panda benutzen, um Zugang zu diesen Ressourcen dort zu geben, zu allen, ohne dass ihr anfangs den Endtermin festlegen müsst. Also, Peer-to-Panda ist darum, dass wir dezentralisierte Infrastruktur zur Verfügung stellen für selbstorganisierte Events. Und wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir versucht, so flexibel wie möglich zu gestalten, um unterschiedliche Events zu ermöglichen. Aber es gibt auch ein paar Qualitäten, die wir in unserem System haben wollen. Andreas hat da schon ein bisschen drüber gesagt. Dinge wie es gibt keine Person, die besondere Rechte hat. Jede Person beginnt als ganz normaler Benutzer, als ganz normaler Client in dem System. Es beginnt offline. Das heißt, wir müssen nicht irgendwelche Infrastruktur benutzen. Wir brauchen technisch fähig sein, empfindliche Infrastruktur aufzubauen, bevor wir was anfangen können. Es ist ein offenes Protokoll, das heißt, es kann erweitert werden. Und Scuttlebutt, sicherer Scuttlebutt, existiert schon. Das heißt, es gibt schon andere Software, die draußen existiert, dasselbe Protokoll benutzt. Und das erstellt ein Ökosystem und das kann wunderbar werden. Und
zusammenkommst. Haben Computer diese feste Art und Weise, wo sie sehr präzise sind und sehr organisiert, aber wir können nicht sagen, dass in dieser Ordnung immer auch ein kleines bisschen Chaos drin ist. Und wir würden gerne diesen Funken Chaos nehmen, um einen Campfire zu erstellen, damit wir uns daran wärmen können und zueinander sind. Ja. Und ihr könnt auch Peer-to-Banda werden. Wir haben ein GitHub-Repository, wo wir die Spezifikationen schreiben. Wir werden jetzt anfangen, sie zu implementieren. Und wenn ihr keine technische Person seid, dann könnt ihr auch einfach nur mit uns kommunizieren. Es gibt auch eine Chat-Funktion dort. Und wenn ihr Peer-to-Banda benutzen wollt, dann würden wir euch gerne dabei helfen, es einzurichten. Und wir wollen ein Festival erstellen. Wir wollen alle von euch einladen, mit uns zusammen an diesem Festival zu arbeiten in 2021. Ein Festival, das mit Peer-to-Panda läuft, organisiert vom Libre-Chaos-Verein. Wir sammeln Kollektiven, wir suchen alle Menschen, die damit teilhaben wollen als Gruppe. Wir suchen Bots, wenn ihr ein Hacker seid, wenn ihr was programmieren wollt, etwas bauen wollt, mit etwas spielen wollt, dann seid ihr alle eingeladen. Und ach ja, was ist das? Das ist die Geburt des Pandas. Lasst uns zuschauen. Okay, ja, das war's vielleicht auch von uns als Übersetzern. Wenn ihr die Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das mit dem Hashtag Eliza auf Twitter machen. Wir verabschieden uns. Wir waren Franz T. und Ben. Ja, wenn ihr Feedback habt, den Hashtag C3T auf Twitter oder hello@c3lingo.org senden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie auch im IRC stellen. Auf dem Kanal Hashtag 36C3-Hall-E. Die erste Frage ist jetzt mit diesem vergänglichen System oder mit eurem System, wie kann man Daten jemals löschen? Was ist leaking oder deleting? Deleting. Just again, please. Löschen. Okay, deleting, of course. So, first of all. Ja, zuerst, wenn man etwas herunterlädt, jetzt, dann ist es auch bei deinem Computer, dann kann man es sehr schwer für jeden anderen es zu löschen. Das ist auch hier der Fall. Natürlich wäre es sehr unpraktisch, wenn es nicht möglich wäre, eine Ressource zu löschen oder ein Event abzusagen. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine eher praktische Frage. Also es gibt Ressourcen, das ist toll, ich kann ein Buch haben, ich kann Zeug haben, all das. Aber meine Erfahrung ist, mit dieser Art Ressource ist, dass es manchmal
dass sie manchmal nicht so benutzt werden, dass es den Ressourcen gut tut. Wie handhabt ihr solche Fälle? Also ihr redet jetzt nicht über solche Fälle. Also die, ich würde sagen, die hässlichen Details. Das ist etwas, was nicht technisch gelöst werden kann. Wenn ihr jetzt eine Erwartung in den Text reinschreibt, sagt, hey, wie soll diese Ressource benutzt werden, dann könnt ihr auch einen Autorisierungsmechanismus benutzen, das den Menschen darauf vorbereitet, die ordentlich benutzt. Man kann sagen, hey, schaut diesen Film für 10 Minuten an, dann könnt ihr mein Lieblingsbuch haben. Ein sehr wichtiges Buch. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass es dieser Interaktion von einer Person zur nächsten Person sein. Ihr trefft die irgendwann, werdet das Buch übergeben. Und das ist vielleicht wichtiger als die echte Implementierung. Also das wäre der normale Weg dann wie bisher auch, man bräuchte einen Anwalt, um sich zu streiten später. Also ich war jetzt gerade nur ein bisschen am Übertreiben. Man muss es also so machen wie traditionell, man holt sich einen Anwalt und man kämpft dann durch, um einen Ersatz für das Buch, das zerstört wurde, zu bekommen. Ja, wahrscheinlich. Ich denke, eine der ersten Dinge, die mir durch den Sinn ging, war, wie man diese Technologie nutzen könnte oder wie diese Technologie helfen könnte, wenn man für Proteste in Chile oder auch in Hongkong, weil das ziemlich genau das ist, was sie brauchen, besonders wenn wir jetzt darüber reden, dass es dezentralisiert ist und offline. Meine Frage ist, was sind eure Ideen, um eine Offline-Infrastruktur zu haben für Peer-to-Panda? Ja, ich glaube, das ist diese Ideen hatten wir auch schon mit anderen Menschen und es ist, wir haben es mit einzelnen Peer-to-Peer-Software gesehen. Leute sind ins Gefängnis gegangen über ihre Protesten in Barcelona und es ist ein relevantes Thema und auch Source Code wurde von GitHub gelöscht. Aber generell glaube ich, dass das Scuttlebutt-Protokoll beinhaltet keine hundertprozentige Verschlüsselung, außer bei privaten Nachrichten. Das heißt, es gibt Dinge, über die wir nachdenken müssen. Das heißt, Scuttlebutt-Protokoll hat schon Module, die es ermöglicht, über Tor zu kommunizieren, Onion Routing zu benutzen. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, die interessant sein können, die wir in Peer-to-Panda einbauen können. Und ich glaube, dass es auch Möglichkeiten geben kann, diese Sache sicherer zu machen und auch wirklich stark zu machen für genau diese Proteste. Auch andere arbeiten in privaten Gruppen in Scuttlebutt. Das heißt, auch größere Gruppen, die sehr sichere Kommunikation haben. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Wir denken aktuell noch nicht so explizit darüber nach, aber das ist auch, ja. Das war jetzt nicht ganz meine Frage. Ich verstehe, dass das ein wichtiges Thema ist, also auch Sicherheit. Aber die Infrastruktur, wie können diese Geräte kommunizieren? Offline. Eine Art und Weise ist, man kann es mit Bluetooth machen, wenn das in kleinen Entfernungen ist das ist eine Möglichkeit. Und die andere Methodik ist, dass man lokale Netzwerke hat, die nicht mit dem Internet verbunden sind, die dann einfach WLAN-Hotspots sind. Okay. Mesh Networks, ja. Ja, oder Mesh-Netzwerke. Microphone one, then I think. Okay, so first of all, also als allererstes vielen Dank für diesen Vortrag. Ich habe von Peer-to-Panda schon vorher gehört natürlich, aber das ist das erste Mal, dass ich komplett verstanden habe, worum es geht. Das erste, das mir eingefallen ist, war sehr ähnlich zur vorherigen Frage, so ein bisschen. Also was definiert jetzt ein Festival? Es könnte eine Demo sein, also eine Demonstration. Es könnten ein paar Menschen sein, die sich zum Tanzen oder für Musik treffen. Aber Ressource kann auch, hey, ich möchte beitragen zu diesem Code. Also ein bisschen, was ich höre, ist,
dass die Infrastruktur, die ihr aufbaut mit Peer-to-Panda, etwas sein kann, das benutzt werden kann für Organisationen von allem. Okay. Cool. Ja, cool. Das ist toll. So. Ja, danke. Wurde deine Frage beantwortet? Weil das ist was anderes, was du fragen wolltest. Ja, meine Frage war wohl eher, ob ihr euch auch Gedanken in diese Richtung gemacht habt und was eure Gedanken dazu sind. Ja, etwas, was ich häufig gehört habe mit Menschen, die ich darüber geredet habe, war, was ist das Problem, was ihr lösen wollt? Welches Problem existiert da? Und ich glaube, das ist eine Denkweise, die bei Software Engineering relativ häufig ist. Und ich glaube auch, dass du das bekommst, aber das merkst. Aber wir denken, es ist eher so ein Spielplatz, als eine Lösung für ein spezifisches Problem. Welche anderen Wege existieren, um zusammenzukommen, um zu machen? Ja, natürlich ist es super, wenn es mit was zusammenarbeiten kann, was schon existiert, aber es ist auch interessanter, welche komplett anderen Dinge wir damit machen können und umsetzen können. Okay, thanks. Mikrofon 2, please. It was such a beautiful talk. Es war so ein schöner Vortrag und es tut mir wirklich leid, dass ich eine vielleicht deprimierende Frage habe. Wie verhindert ihr, dass Leute, die eure grundsätzlichen Werte nicht teilen, Peer-to-Panda missbrauchen, um vielleicht ein Nazi-Festival zu erzeugen? Oder sagt ihr, dass es einfach nur ein Tool ist und das kann man zu gut und wie zu schlecht benutzen? Das ist eine übliche Frage in dem Peer-to-Peer-Bereich. Die können wir auch nicht beantworten. Ich selber kann sagen, dass ich Nazis auf der Straße sehe und ich sehe sie auch im Internet. Und das Problem ist ein echtes Problem und ich sehe es überall und es wird auch in diesem Bereich funktionieren. Und ich glaube nicht, dass es dass kein Platz euch wirklich davor schützt. Eine sehr praktische Antwort ist, es ist möglich, schlechte Peers zu blockieren. Peers, die vielleicht, wo man einfach sagt, dass man nicht die Daten mit ihnen teilen möchte. Das heißt, wir können ein bisschen soziales Netzwerk benutzen, das einander vertraut, aber was auch andere Leute dazu bringt, dass sie nicht Teil davon werden, dass man einfach diese Leute ausschließt, also Peers ausschließt. Das ist auch, wie Scuttlebutt es aktuell tut. Und das ist auch, ich glaube, der einzige Art und Weise. Es gibt eine Person in der Scuttlebutt-Gruppe, die daran forscht. Das ist eine Doktorarbeit. Wann wird das veröffentlicht? Hä? Im März? Ja. Wo können wir darüber lesen? cblght.org oder so. Ja, sowas. Ja, die Idee ist, dass es neue Festivals machen, dass wir unsere Gesellschaft ein bisschen ändern, dass wir diese Probleme in der Zukunft weniger stark haben, also gar nicht mehr im Idealfall. Also vielleicht bevor oder über die Nazi-Frage hinausgehend, wie kann ich das ausdrücken? Na, ich habe immer diese provokativen Fragen für alle, die in Technologie arbeiten. Wie könnt ihr euch vorstellen, dass man Apps oder was auch immer Live-Kommunikation, also Echtzeit-Kommunikation fördert, anstatt sie durch digitale Kommunikation zu ersetzen. Also das ist jetzt eine Kritik, die ich euch gerne geben möchte, weil weil ich aus der Kunstrichtung komme, ich finde es sehr schön, eine sehr schöne und sehr verführerische Idee nicht zu kurieren oder kuratieren, aber wie könnt ihr, also es ist nicht sehr inklusiv, man kann jetzt hier Leute nicht sehr gut inkludieren, weil man das sehr, weil es vielleicht schwer ist zu benutzen oder was würdet ihr dazu sagen?
Wenn ein technisches System, dann gibt es immer Menschen, die es nicht mögen und es nicht benutzen können oder nicht benutzen wollen. Und wenn wir eine soziale Art und Weise nehmen, wie wir interagieren, dann schließen wir auch Leute aus, die damit nicht glücklich sind. Das heißt, die beste Methode ist einfach beides zu haben. Und in diesem Fall, was für mich sehr interessant ist, ist, dass es ermöglicht, dass die Ressourcen, die hier sind, vielleicht sind die da jetzt schon, aber ich weiß noch nicht davon. Und ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, oder ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, neue Ideen zu geben, über Sachen nachzudenken, die man sonst nicht nachdenken kann. Also Ziel ist, dass wir unterschiedliche eine Mischung aus unterschiedlichen Interaktionen und Erstellungsprozessen haben. Insbesondere, wenn man an einem physikalischen Platz macht, da muss man immer mit Menschen reden und Dinge tun. Das muss man nicht immer über die Software machen. Good. We have one more question from the Internet. Signal Angel, before you get cold. Thanks. Put a code on. Ich denke, die Frage hängt damit zusammen, wie habt ihr vor, Trolle und Missbrauch auf der Plattform anzugehen? Gibt es da schon Konzepte? Was ich vorher gesagt habe, dass es bekannte Probleme, auch im Fediverse haben wir genau dieselben Probleme mit Nazis, die ihre eigenen Instanzen haben. Und ja, vielleicht muss man einer Person folgen, bevor man die Daten mit ihnen austauschen kann. Das heißt, dass es ein Opt-in gibt, dass man wählen kann, ob man jemandem vertraut, ob man die Daten mit ihm teilen möchte, aber in einem Peer. Das ist eine Hürde, durch die man vielleicht steigen muss. Aber okay, thanks. Ja. Also nochmal danke für den Vortrag. Ich denke, es ist ein sehr cooles Projekt und ich habe mich gefragt, ob ihr einen Plan habt, eine Zielgruppe. Weil wir schon gehört haben, dass es Protestgruppen gibt und ich habe mich jetzt gefragt, was ist eure Idee, wenn ich jetzt zum Beispiel für die Polizei arbeite und ich mache so ein Event und dann die Leute festnehme. Es ist ein tolles Projekt, aber ich habe mich jetzt gefragt, was ist eure Empfehlung, wofür es benutzt werden sollte oder wofür auch nicht? Ich habe da noch keine klare Antwort, außer dass ich hoffe, dass es auch diesem Vortrag durchkommt. Technologie ist nicht nur Technologie, sondern auch die Menschen, mit denen wir umgehen, wie wir es kommunizieren. Das heißt, darum wollen wir mit Scuttlebutt arbeiten und nicht eine Blockchain-Lösung machen. Es gibt tolle Menschen auch in der Gruppe, aber es gibt auch viele Menschen, die wir da nicht so mögen oder nicht so uns einig sind. Und es ist auch eine komplett andere Geschichte darüber. Vielleicht nicht wirklich, aber der Vibe ist da. Und bei Scuttlebutt ist dieser Vibe da. Die Polizei wird da wahrscheinlich nicht anfangen, weil da ist eine Community von tollen Leuten, eine tolle Energie. Und das passiert nicht Technologie, sondern das sind die Menschen und Gesellschaft. Und das geht auch ein bisschen bei unserer Arbeit mit Blatt 3000. Wir kommen von so einer Untergrund-Geräuscheszene, experimentelle Musikszene und es ist keine großen Festivals, das ist nicht ein großes Popfestival. Und ich glaube, dass es auch das viel wichtiger ist als die Software, die wir schreiben. Das ist was, worüber wir nachdenken, bevor wir es wirklich erstellen, was bauen. Mit wem identifiziert ihr, wem kommuniziert ihr darüber? Das ist vielleicht was anderes, als wenn wir jetzt anders anfangen würden, wenn wir mit einem Softwareprojekt anfangen und nur als Softwareprojekt drüber reden und dann irgendwann mit Künstlern darauf interagieren. Dann kann damit so ein bisschen steuern, aber das sind wir natürlich nicht in Kontrolle von drüber. Das können wir nicht vollständig kontrollieren. Noch etwas, was, wenn wir es wirklich kontrollieren wollen, wenn wir wirklich unterbinden wollen, dann müssten wir Mechanismen integrieren, die wir nicht integrieren wollen. Wir könnten eine Autorität einbauen, um sicherzustellen, dass das nicht passiert, aber
Microphone 2, please. Ja. Hey, and thank you for this really interesting talk. Hi, vielen Dank für diesen wirklich sehr interessanten Vortrag. Ich möchte bitte den Fokus nochmal auf den Künstlerperspektive bringen. Was ich sehr interessant fand, was ihr gemacht habt, war, wie die Plattformkultur mit der Kunstkultur konvergiert. Also es kommt mir so vor, als wäre, was ihr getan habt, dass ihr das Konstrukt eines Festivals genommen habt und das in seine Einzelteile zerlegt habt, in einen sehr modularen Weg, und Leuten erlaubt, das zu extrapolieren. Allerdings, und das ist jetzt keine Kritik, sondern Neugier, würdet ihr sagen, dass wegen dieser Struktur eurer Plattform, dass wir Wiederholungen sehen in der Art von Festivals, die Leute bauen, weil sie immer wieder die gleichen Module verwenden, oder habt ihr das Konzept eines Festivals standardisiert zum gewissen Teil? Ja, interessante Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist etwas, worüber wir nachdenken. Bisher war es unsere Antwort, eine neue Plattform für jedes Festival zu erstellen. Die ganzen Plattformen haben wir neu angefangen für jedes Festival. Wir haben neue Namen, neue Einstellungen. Es ist nicht dieses Ding, dieses Transmediale, wir gehen da jedes Jahr hin und es passiert jedes Jahr das Gleiche, sondern es ist man könnte auch irgendwas Neues anfangen jedes Mal. Und das ist unsere Philosophie dahinter. Wir wollen die ganze Zeit neue Sachen erstellen, neue Sachen bauen und nicht diese zu gute Strukturierung hinzufügen, dass Leute, die zu diesen Festivals kommen, ein bisschen zum Chaos genutzen. Das ist ein Teil von unserer Choristik, dieses Chaos-Element. Manche Menschen mögen das nicht und ich verstehe das sehr gut. Es hängt von eurem Mut ab oder von, wie ihr euch gerade fühlt, in welcher worüber ihr gerade nachdenkt. Das ist eine sehr spannende Frage und wir werden auch außerhalb der Technologie anschauen, wie können wir so ein Festival veröffentlichen, wie können wir es für Werbung machen, mit welchen Gruppen kommunizieren wir über dieses Festival, und das führt auch dazu, dass die Technologie so ein bisschen, das ist auch so relevant ist. Zum Beispiel der Liebe Chaos Verein. Aktuell haben wir 3 Entwickler hier vorne. Ich bin noch ein Künstler und ein Musiker, aber wir haben auch technische Hintergründe. Der Rest unserer Gruppe hat es nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Person hier vorne hinstellt, die nicht zu uns ist, dann habt ihr einen anderen Vortrag gehört. Und das ist das Tolle. Es gibt viele Menschen, die zu diesen Festivals kommen und das Plattform überhaupt nicht benutzen. Jemand hat einen 24-Stunden-Slot in einem Keller gemacht und hat ein Festival zusätzlich so nebenher gemacht. Und das kann passieren und das ist toll. Und Menschen finden ihre eigenen Wege dadurch. Und in the Liebe Chaos Verein, also so eine Schirm für diese ganzen Projekte, und da haben wir auch darüber nachgedacht, weil wir einen spezifischen Chaos Person definiert haben, dessen Aufgabe ist es, die Prozesse zu analysieren, wenn irgendetwas stabil wird, einfach Chaos wieder hineinfügen, irgendwas kaputt zu machen. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Idee dabei. Thank you. Microphone 1, please. Hi. Ich habe eine sehr praktische Frage. Wir haben gerade angefangen, MC8 zu organisieren. Das wird ein Hacker-Event in Niederlande 2020. Etwa 4000 Hacker auf einer Wiese. Und wir wollen jetzt das Musikprogramm planen, am besten kein Mainstream, aber auch nicht zu experimentell. Idealerweise wollen wir jedes Subgenre repräsentieren. Wie kann ich jetzt Peer-to-Panda benutzen, um den Musikgeschmack der ganzen Teilnehmer zu mobilisieren,
ohne jetzt den, die am lautesten schreien, am meisten Aufmerksamkeit zu, oder zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Also könnt ihr zum Beispiel Testgruppen organisieren oder moderieren oder eine Spotify-Liste anlegen. Könnt ihr mir da helfen? Ich glaube, das ist sehr schwierig zu machen, wenn man auch jedem Kontrolle gibt, wenn man Kontrolle da so aufgibt. Was man da machen kann, ist, dass man Erwartungen erstellt, dass man sagt, hey, das ist diese Art von Musik, die wir mögen. Aber im Endeffekt muss man wirklich Kontrolle aufgeben, um zu sehen, was passiert. Und es kann sein, dass es nicht genau das ist, was man möchte, aber es kann halt auch sein, dass es richtig toll wird. Und ja. Also die Musik, die Leute so im Allgemeinen möchten, mögen, könnte man sowas mit Peer-to-Panda gut organisieren? Das ist eine sehr Open-Source-Sache, die man sagen kann, aber man kann es sich selber so zusammenhacken, wie es das zu einem selber passt. Das ist eine interessante Frage. Wie können wir die Anforderungen oder Erwartungen, die wir haben als Person, die ein Event erstellt oder vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, dass die Gruppe Erwartungen mit anderen verteilt. Welche Musikmischung wäre nett? Ja, also gibt es ein Abstimmsystem? Also gibt es eine große Liste von Bands und man kann sie anklicken, wen man hören will? Ja, das könnte etwas werden. Man hat eine Band, die Zugang zu der Hauptbühne zur besten Zeit beantragt und dann ist die Frage, welches Autorisierungsmechanismus benutzt man dafür? Man könnte zum Beispiel einen Autorisierungsmechanismus haben, der jedem, der teilnimmt, die Option gibt, auch seinen Senf dazu zu geben und sagen, mach die nicht so. Und wenn es genug gibt, dann sind sie da. Also, ja. So, vielen Dank für euren Vortrag. Eine große Runde Applaus nochmal und tschüss auch aus der Besetzerkabine. Thank you.